Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir sind hier wieder in Firkov unterwegs. In der letzten Folge haben wir Felicity geholfen, weil was mit ihrem Pferd nicht stimmt. Wir waren ja dann in Silverclad Village, haben da der Tierärztin Bescheid gesagt, sind dann ja zur Starshine Mansion geritten, haben diesen Goldapfel gesammelt und haben den dann zu Avalon gebracht. Da haben wir dann einen Questblocker reingehauen bekommen. Und wir machen jetzt aber gerade in Firkov doch noch weiter, weil wir hier noch eine Quest haben. Ich weiß, wir haben da unten auch noch eine Quest, aber die möchte ich erst später machen, weil ich finde, wir sind noch nicht auf dem Level für diese Quest. Das dauert halt noch ein bisschen, meiner Meinung nach. Deswegen möchte ich die noch nicht machen. Mein Enkelsohn Andy und ich haben uns dazu entschlossen, dass wir gerne einen Hühnerstall hätten. Es wäre so schön, immer ein paar Hühner und frische Eier zu haben. Ich bin alt und gebrechlich und Andy hat schon genug mit den Schafen zu tun. Würdest du uns helfen, einen Hühnerstall zu bauen? Ich wäre dir so dankbar. Ich bin mir sicher, dass Andy dir helfen wird. Reite los und sprich mit ihm. Er hütet die Schafe neben der Firkwurf-Sandgrube. Alles klar, machen wir. Dann reiten wir mal runter zu dem Lieben und gucken mal, ob wir ihm helfen können. Ja, so ein paar einige Hühner wäre auch toll. Tierschutzkollegen von uns hatten Hühner. Waren halt Tiere, die aus Beschlagnahmung und so sind. Und die kamen halt dann zu denen. Und die haben dann im Garten so einen Hühnerstall gebaut mit Außengehege und so. Das war auch voll schön. Die haben dann auch regelmäßig Eier gelegt gehabt und die hatten dann irgendwann so viele Eier, dass die uns jedes Mal, wenn wir unten waren, so zwei, drei, 10er-Pakete Eier mit hochgegeben haben. Und das war halt voll toll, weil die Eier haben auch echt viel, viel besser geschmeckt als die aus dem Laden, weil die Tiere halt viel besser gehalten wurden und so und besseres Futter bekommen haben. Das war cool, aber die eine Henne hat mich immer gehasst. Wenn ich die Eier gesammelt habe, hat die immer nach mir gepickt und hat mich gejagt. Ich habe irgendwie immer so ein Draht zu Hühnern. So gar nicht. Ich bin kein Federviehfreund. Hi Tilda, hast du mit meiner Großmutter gesprochen? Wir haben schon länger darüber gesprochen, einen Hühnerstall und ein paar Hühner anzuschaffen. Aber bisher sind wir noch nicht dazu gekommen, weil ich so beschäftigt bin und sie so alt. Wenn du uns helfen willst, kann ich dir dabei helfen, wie du vorgehen musst. Oma wird so glücklich sein. Es gibt so viel zu tun, aber wenn wir eins nach dem anderen machen, dann sollte es keine Probleme geben. Ich frage mich, wo wir den Stall hinbauen sollten. Ich bin mir nicht sicher, wo wir den Stall platzieren sollten, aber es sollte auf keinen Fall zu weit weg sein. Ich will ja re regelmäßig nach ihnen schauen können. Würde es dir etwas ausmachen, herumzureiten und zu schauen, ob du einen geeigneten Ort finden kannst? Nö. Hier vielleicht? Ich glaube aber, es ist zu nah. Hier wäre doch ein schöner Ort. Oder nicht? Ich finde den schön hier. Ich finde das toll hier. Ich würde da den Hühnerstall hinbauen. Das hier wäre mir schon wieder zu weit weg. Da hinten ist eine Blume. Cool, das ist super. Jetzt können wir den Hühnerstall bauen. Ich habe schon eine Zeichnung gemacht. Ich mag es, wenn alles gut organisiert ist. Ich weiß zufällig, dass bei der alten Mine ein paar Holzlatten herumliegen. Ich glaube, sie sind übrig geblieben, als sie vor langer Zeit die Mine gebaut haben. Reite mal dorthin, um nachzuschauen. Ich glaube, niemand würde die Latten vermissen. Und dann ist es gut, wenn wir Verwendung dafür finden. Naja, es ist aber immerhin immer noch Diebstahl und ich glaube nicht, dass die Leute das so toll finden, auch wenn die Mine verlassen ist. Ich fände das nicht so toll, wenn man bei mir auf dem Grundstück rumläuft, nur weil ich für irgendeine Sache gerade keine Verwendung finde. Und warum konnte ich jetzt die Goldmelisse bzw. die Distel nicht aufsammeln? Dankeschön. Ach, da ist eine Latte. Ich habe sie gesehen. Eine Latte. Ah! Die Silverclad-Mine. Waren wir hier echt noch nicht? Ah ne, mit Tilda, glaube ich, war ich hier noch nicht. Ich war zwar in der Nähe von Kirchhoff wegen den Nordlichtern vom Weihnachtsevent. Aber ich glaube, hier an der Mine waren keine Nordlichter. Jedenfalls nicht direkt hier an der Mine.
Okay, wir haben drei rote Latten. Dann können wir jetzt auch zurück zu Andy laufen und ihm beim Hühnerstall helfen. Beziehungsweise gucken. Das ist ja, hier ist aber auch nicht wirklich sicher, gell? Super, das sollte reichen. Sie sehen immer noch gut aus. Sie haben ja sogar eine schöne rote Farbe. Oma hat gesagt, dass sie gerne einen roten Hühnerstall hätte. Das passt also perfekt. Also, sollen wir mit dem Bau beginnen? Hier ist ein Hammer und ein paar Nägel. Ich habe die Latten dort gelassen, wo wir den Stall bauen wollen. Erinnerst du dich an meine Zeichnung? Ein rotes Haus mit einem weißen Rahmen. Okay. Dann gehen wir mal gucken, wo Andi den Hühnerstall hinhaben will. Okay, also an meinen beliebten Standort nicht. Also doch da hinten. Ich finde, das ist zu weit weg, aber muss er sich ja drum kümmern. Ich wette mit euch, ich muss absteigen. Ja, natürlich muss ich absteigen. So. Oh, das ging aber jetzt fix. Aber sieht schon mal schick aus. So, dann wieder zurück. Wow, super toll. Eine super Zeichnung, die ich da gemacht habe. Eigenlob stinkt, aber okay. Du bist ja eine richtige Handwerkerin. Etwas fehlt aber noch. Ja, nämlich Draht. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Wir brauchen einen Zaun, sonst rennen die Hühner noch in den Wald. Stell dir nur vor, sie würden auf unsere Rennstrecke laufen. Das könnte katastrophal enden. Felicity vom Stall in Firkow hat Maschendrahtzaun für die Schafe. Vielleicht kann sie uns etwas davon für den Hühnerstall abgeben. Maschendrahtzaun. Ja. Das Ding ist nicht mördersicher und auch nicht fuchssicher. Also, ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber im Real Life niemals mit Hasendraht oder mit Maschendraht einen Stall bauen, weil der ist überhaupt nicht sicher. Dafür braucht man Volierendraht, am besten feuerverzinkt und punktverschweißt und in einer sehr kleinen Maschenweite, weil sonst kommt da alles durch. Da kommt dann Marder, Wiesel, Fuchs kommt dann da durch und dann endet es für die Tiere, die da drin leben, nicht schön. Hottehü, schön dich wiederzusehen. Ist das Schafsgehege schon kaputt? Ach so, du brauchst einen Hühnerstall. Na klar kann ich dir ein bisschen Zaun abgeben. Ich habe noch alten Maschendrahtzaun, aber den muss ich erst reparieren. Oh. Ich werde ein wenig Zeit brauchen, um den Zaun zu reparieren. Kannst du morgen früh zurückkommen? Dann sollte er fertig sein. Ich habe gehört, wie der Schäfer Lenten etwas über Kaninchen erzählt hat, als er vorhin hier war. Vielleicht kannst du zu ihm reiten und ihn fragen, ob er Hilfe braucht. Er würde das sicher zu schätzen wissen. Oh ja, okay, dann reiten wir halt dahin. Ich wollte jetzt eigentlich zwar nicht in Silverclade weitermachen, aber es wäre halt jetzt unsinnig, die Folge zu beenden. Dann reiten wir jetzt einfach gerade zu Steves Farm, machen da weiter. Ich wollte in den nächsten Folgen sowieso nach Silverclade Village gehen, beziehungsweise ans Weingut und da weitermachen. Aber dann machen wir jetzt einfach hier weiter. Entweder machen wir bei Schäfer Lenten oder bei Mali weiter. Ach komm, wir gehen erst zu Lenten und dann reiten wir runter zu Mali. Mali. Ah, das Flachs. Den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich. So. Dann kann der nämlich auch hier runter. Dann hat der hier unten seinen angestammten Platz. Hallo, Landon. Hallo. Die Kaninchen auf diesem Feld sind sehr verspielt. Sie jagen sich gegenseitig den ganzen Tag und sie lieben es, von jemandem auf dem Pferd gejagt zu werden. Hast du es mal versucht? Nicht? Dann wird es Zeit. Versuche so schnell wie möglich, 6 Kaninchen zu fangen. Du beendest die Jagd, wenn du zu mir zurückkommst. Macht sowas niemals. Kaninchen sind Fluchttiere. Und Kaninchen lieben es nicht, gejagt zu werden. Und Kaninchen lieben es auch nicht, hochgenommen zu werden oder zu kuscheln. Es sind Fluchttiere, die beobachtet werden, die zu beobachten da sind und nicht zum Kuscheln, Jagen, Spielen oder sonst irgendwas.
Deswegen lasst sowas einfach. Und ich hasse dieses Rennen und diesen Text wirklich, weil es. Das ist nichts Schönes. Das war lustig, oder? Für die Kaninchen gibt es nichts Lustigeres. Doch, sie in Ruhe zu lassen. Es wäre bedeutend besser für die Tiere. Es sind immer noch Kaninchen und keine Hasen. Reiten wir jetzt zu Mali. Das ist das Einzige, was ich an Star Stable hasse, dass sie so viele teilweise wirklich tierschutzwidrige Sachen hier in diesem Spiel haben. Das ist einfach nur krank. So, Mali, was willst du? Howdy, Tilda. Danke, dass du mir beim Bau meiner Sprungbahn geholfen hast. Jetzt brauche ich nochmal Hilfe. Die Sprungbahn in allen Ehren, aber in der letzten Jorvik-Gazette stand etwas über Barrel-Rennen. Das Schwierigste, das ich je gesehen habe. Ich habe bereits damit begonnen, eine tolle Bahn zu bauen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, wie das geht. Deswegen habe ich ein Regelbuch bestellt. Kannst du es für mich abholen? Derek von der Post sollte es bereits haben. Okay, dann reiten wir zur Post. Barrel Race ist, glaube ich, hier, Western. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Also Western ist tatsächlich nie so meins gewesen. Ich saß zwar einmal im Western-Sattel, aber ich fand ihn so unbequem. Ich bin so kein Western-Typ. Hallo Tilda. Ja, Marlies Buch ist angekommen. Hier ist das Buch, das Mali bestellt hat. Barrel-Rennen scheint echt cool zu sein. Wenn ich mich nur hoch in den Sattel trauen würde, dann würde ich es sofort versuchen. Ich habe heute Morgen ein wenig im Buch geblättert, als ich nichts zu tun hatte. Ich hoffe, das war okay. Bestell Mali schöne Grüße und viel Erfolg. Du kannst doch nicht einfach in den, Ki in den Bestellungen von deinen Ko von den Leuten rumwühlen. Stell dir mal vor, irgendwer wäre bei DHL, Hermes oder Co. würde das machen. Entschuldige, mein Kater ist gerade auf mich gesprungen und meinte, kuscheln zu wollen. Ist ja auch eigentlich ganz lieb, aber es ist nicht toll, wenn so ein 5-Kilo-Kater auf einmal mit voller Karacho auf dich draufgesprungen kommt. Das tut nämlich weh. Juhu, jetzt bauen wir die schwierigste Barrelbahn in ganz Jorvik. Du kannst mir helfen, Tilda. Das wird super. Als allererstes habe ich ein paar tolle Fässer bestellt. Man kann kein Barrelrennen ohne Fässer veranstalten. James sollte sie in Form Peter entgegennehmen und sie dann herbringen. Aber er ist noch nicht aufgetaucht. Kannst du dorthin reiten und gucken, was los ist? Können wir, aber so wie ich James kenne, hat er die entweder verschlammt oder er weigert sie sich rauszurücken, weil er Angst hat, dass sein Profit drunter leidet. Naja. Reiten wir jetzt erstmal nach Fort Pinter, beziehungsweise wir fahren dahin mit dem Transporter. Und dann gucken wir, was mit den Fässern ist. Ich möchte das aber noch, das aber relativ weit abschließen. Deswegen kann es sein, dass wir heute ein bisschen länger machen als sonst. Weil ich in der nächsten Folge gerne hoch aufs Land gehen möchte. Um da weiterzumachen, weil da haben wir die Story-Quest und ich möchte ungern dann runter noch zu Mali reiten, um da dann noch irgendwas zu machen, beziehungsweise dann eine ganze Folge dafür zu opfern. Ach ja, die Fässer, die habe ich fast vergessen. Leider ist etwas Dummes passiert. Der Fahrer dachte, ich hätte Firkov gesagt und nicht Fort Pinter. Oh. Der Lastwagenfahrer rief an und hat gesagt, dass die Fässer irgendwo zwischen dem Veldelsee und Firkov heruntergefallen sein müssen. Er sagt, wenn wir die Fässer haben wollen, müssen wir sie selber suchen. Ich würde dir ja helfen, aber ich muss mich um die Touristen kümmern. Das Geschäft läuft gut, deswegen habe ich keine Zeit. Du musst hinreiten und selber suchen. Viel Glück. Ey, würde das hier in Deutschland passieren, die Fracht würde abhanden kommen und dann würde der Fahrer sagen, ja, sorry, muss sich selber drum kümmern, habe ich keinen Bock drauf. Himmel, der würde ja im hohen Bogen rausfliegen. Ja. Machen wir das? Ja, komm, wir machen das jetzt noch. Ist zwar dann eine
Sind wir zwar ein bisschen drüber, aber ist egal. Dann kümmern wir uns aber gerade nur noch um die Fässer und dann gehen wir halt in der nächsten Folge nach Vor Pinter. Mein Gott. Ich meine, da haben wir auch noch was zu tun, gell? Ja, in Vor Pinter und in Morland haben wir auch noch was zu tun. Dann kümmern wir uns in der nächsten Folge einfach darum. Ich mein Gott, so schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Dann muss halt Silverclad ein bisschen warten. Ich muss ja auch mal irgendwann die ganzen kleinen Quests machen und nicht nur die Hauptstory-Quest. Ah, da liegt schon direkt eins. Guck, das ist doch toll. Da muss hier auch irgendwas zweite liegen. Da liegt das. Der Bergpass. Sind wir hier noch nicht lang gelaufen? Na, egal. Ah, die sind kaputt. Wir müssen die bestimmt reparieren. Och, Mann. Hopp. Lauf. Ja, gut, das werden wir diese Folge dann nicht mehr schaffen, das reparieren. Ja, dann würde ich sagen, reiten wir jetzt wieder zurück nach Firkhof und fahren dann nach Vor Pinter. Und dann werde ich einfach in Vor Pinter die Folge jetzt beenden. Und dann ist ja auch okay. Wir müssen ja noch Vor Pinter, gell? Ne, wir müssen zu Mali. Oh, Gott sei Dank habe ich noch auf die Karte geguckt. Ja, dann ab zu Mali. Und dann gucke ich einfach, wo ich da nächste Folge dann weitermache. Steve's Farm. Mein, genug zu tun haben wir ja noch. Ist ja auch erst nicht so schlimm, dass wir ein bisschen Überlänge haben. Ist ja nicht viel. Wir beenden aber jetzt hier bei Mali auch gerade ganz schnell die Folge. Und dann haben wir ja auch bald schon hier die beiden, dann beide Rennen freigeschaltet. Nicht nur das Koppelrennen. Du hast die Fässer gefunden. Gut gemacht, Tilda. Aber warte, die sind ja ganz kaputt. Oh, typisch. Was soll ich denn jetzt machen? Ohne Fässer kann man kein Barrel-Rennen veranstalten. Boah. Also James ist irgendwie nicht so der Beste, was Aufträge angeht. Okay, hierfür kann er jetzt nichts, aber. Ja, egal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!